Metallrohstofftrading Selk, Genzi Selzank, Genzi Autor D Selzank, Genzi Video, sie sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Ob man morgens mit dem Auto zur Arbeit fährt, mittags eine Dose frisch unbekanntes Zeichen Tee zum Nachtisch öffnet oder abends zur Entspannung ein wenig musiziert, fast immer sind Industriemetalle mit im Spiel. Hauptsächlich werden sie im produzierenden Gewerbe und in der Bauwirt unbekanntes Zeichenschaft eingesetzt. Daher ist die nach unbekanntes Zeichenfrage stark von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Aufgrund des wachsenden Bedarfs vor allem aus den Schwellenländern sorgt sich so mancher seit einiger Zeit, dass Metallrohstoffe knapp werden könnten. Die Marktteilnehmer achten seither noch gespannter auf die Veröffentlichung von wichtigen Indikatoren, wie zum Beispiel den Lagerbeständen. Die Industriemetalle Aluminium, Blei, Kup unbekanntes Zeichen Fair, Nickel und Zink werden in Form von Futures-Kontrakten an der LME, der Lohn unbekanntes Zeichen Don Metal Exchange, gehandelt. Privatan unbekanntes Zeichen Liga, die mit Zertifikaten in Industrieme unbekanntes Zeichen Toll investieren, legen daher über den unbekanntes Zeichen Weg eines Future-Kontrakts in dem jeweilige unbekanntes Zeichen Gen Metal an. Neben Zertifikaten auf die einzelnen fünf Industriemetalle gibt es auch Produkte auf einen Korb von verschiedenen unbekanntes Zeichen Nähen-Rohstoffen wie den S und PXG angetragene Marke in unbekanntes Zeichen Industrialmetals Index. Know-how stellt die Metalle, ihre Verwendung und die Endspray unbekanntes Zeichen kennenden Investitionsmöglichkeiten vor. Kupfer gehört zu den ältesten von Menschen genutzten Metallen und ist ein Legierungsbestandteil von Bronze, die einem Zeitalter der Menschheitsentwicklung den Namen gab, und von Messing. Da es nur selten in reiner Form vorliegt, wird es in der Regel aus Kupfererzen gewonnen. Vorkommen gibt es vor allem in den lateinamerikanischen Ländern Chile und Peru sowie in den USA, die auch zu den größten Produzenten zählen. Da Kupfer in erster Linie wegen der hohen elektrischen und thermischen Leitfähigkeit geschätzt wird, kommt es heute überwiegend in der Bauindustrie und in der Elektroindustrie zum Einsatz. Daher ist der Umfang der Bautätigkeit in den Industrie- und den Schwellenländern, wie derzeit insbesondere in China, maßgeblich für die Nachfrage. Kupfer wird aber auch für Münzen, Schmuck, Besteck, Armaturen, Kessel, Präzisionsteile, Kunstgegenstände, Musikinstrumente oder Rohrleitungen verwendet. Die Entstehungsgeschichte der London Metal Exchange ist eng mit dem Kupfermarkt verbunden. Kupfer war das erste Metall, das an der 1877 gegründeten Börsenhandelsgesellschaft London Metal Market and Exchange Company gehandelt wurde. Die heutigen LME Kappa Futures beziehen sich auf Kupfer der Qualitätsstu unbekanntes Zeichen für Grade A, in Einheiten von 25 Metri unbekanntes Zeichen 10 Tonnen pro Kontrakt und notieren in US-Dollar pro Tonne. Aluminium. Obwohl Aluminium in der Erdkruste im Vergleich mit anderen Metallen am häufigsten vorkommt, ist es erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt. Da es Rela unbekanntes Zeichen tiefweich, zäh und zudem dehnbar ist, kann es beispielsweise durch Auswalzen zu dünner Folie verarbeitet werden. Die G unbekanntes Zeichen Ringedichte, die gute Verformbarkeit und die Korrosionsbeständigkeit machen Aluminium in der Fahrzeug- und Flugzeugindustrie unentbehrlich. Aufgrund der guten elektrischen Leitfähigkeit wird Aluminium auch von der Elektroindustrie eingesetzt. In der Verpackungsindustrie wird es Heu unbekanntes Zeichen Fick zu Getränke oder Konservendosen und natürlich auch zu Alufolie verarbeitet. Aluminium ist in den seltensten Fällen in reiner Form zu finden. Für die kommerzielle Aluminiumproduktion ist deshalb Bauxit das wichtigste Material, aus dem Aluminium gewonnen wird. Große Vorkommen finden sich vor allem in Ländern wie Russland oder China. Diese Länder sowie Kanada, Australien und die USA zählen zu den größten Herstellerländern, weswegen auch Unternehmen wie die russische Rusal, die kanadische Rio Tinto Alcan oder die chinesische Kinalco zu den führenden Produzenten in der Welt gehören. Aluminium wurde an der LME erstmals 1978 gehandelt.
Die heutigen LME Pri unbekanntes Zeichen Merialuminium Futures handeln Alumi unbekanntes Zeichen Nium mit einem Reinheitsgrad von 99,7% und in Einheiten von 25 Metri unbekanntes Zeichen Schein Tonnen pro Contract. Die Prisno unbekanntes Zeichen Tierung erfolgt in US-Dollar je Tonne. Blei, auch Blei zählt zu den ältesten bekannten Metallen. Bereits in der frühen Bronzezeit, von 2200 vor Christus bis 1200 vor Christus, wurde es in der Legierung mit Kupfer zu Bronze verschmolzen. Es ist ein bläulich-weißes, weiches Metall, das korrosionsbeständig ist und vor allem aus einem Bleimineral namens Galenit gewonnen wird. Früher wurde Blei oft im Rohrleitungsbau eingesetzt und später dem Kraftstoff Benzin zugesetzt, um das Klopfen, also das Uncontrol unbekanntes Zeichen Lierte Selbstentzünden bei Verbrennungs unbekanntes Zeichen Motoren, zu verhindern. Davon ist Mani unbekanntes Zeichen doch mittlerweile aus Umweltschutzgründen abgekommen, da es über die Abgase in die Luft gelangte. In größeren Mengen kann Blei giftig sein. Heute wird Blei größtenteils in der Elektrotechnik für Batterien verwendet. In Hinblick auf die Menge des gewonnenen Metalls rangiert es nach Aluminium, Kupfer und Zink. Der Umweltschutz hat für Blei aber auch neue Anwendungsgebiete eröffnet. Bleimäntel isolieren Heimkraftwerke gegen elektrische Schläge und gefährliche Strahlungen. Verwendet wird Blei außerdem in der Autoindustrie, im Maschinen- und Apparatebau, in der Militärtechnik als Grundstoff für Geschosse oder beim Torpedieren. China, Russland, USA, Australien und Kanada zählen auch beim Blei zu den Ländern mit den größten Vorkommen. Bleihandel findet an der LME seit 1903 statt. Aktuell beziehen sich LME Standard Lead Futures auf 25 metrische Tonnen Blei mit einem Reinheitsgrad von 99,97%. Die Notierung erfolgt in US-Dollar je Tonne. Unschmelzbaren Bestandteil des Kupfererzes gehalten. Dies deutet bereits auf die hohe Temperaturbeständigkeit und Korrosionsfestigkeit dieses Werkstoffs hin. Mies unbekanntes Zeichen Tens wird Nickel aus nickelhaltigen Erzen gewonnen. Zu den größten Förderern und Produzenten weltweit zählen Russland und Kanada. In der Stahlindustrie stellte man fest, dass bereits geringe Legierungsbestandteile von Nickel die Festigkeit und die Korrosionseigenschaften von Stahl positiv beeinflussen. Daher wird Nickel heute in erster Linie unbekanntes Zeichen nie zur Legierung von rostfreiem Stahl und für andere Metalllegierungen sowie zur galvanischen Beschichtung eingesetzt. Nickel ist das jüngste Industriemetall an der LME. Es wurde erstmals 1979 in den Handel aufgenommen. Die LME Nickel Futures beziehen sich auf jeweils 6 metrische Tonnen von Nickel mit einer Reinheit von 99,80%. Die Notierung erfolgt in US-Dollar je Tonne. Zink wird meist gemeinsam mit Blei gewonnen. Es kommt überwiegend in Form von Erzen vor. Wichtige Förderländer sind die USA, Kanada, Australien oder China. Da Zink stark elektropositiv ist, wird es hauptsächlich zur Beschichtung von nicht rostfreiem Stahl eingesetzt, um diesen vor Korrosion zu schützen. Verzinkter Stahl wird in erster Linie in der Bauwirtschaft, im Fahrzeug- und Maschinenbau sowie in Haushaltsgeräten eingesetzt. Mit knapp einem Fünftel steht die Produktion von Mies unbekanntes Zeichen Zink, einer Legierung aus Kupfer und Zink, an zweiter Stelle des Zinkverbrauchs. Seit 1915 wird an der LME auch Zink gehandelt. LME Special High Grade Zink Futures beziehen sich auf jeweils 25 metrische Tonnen von Zink mit einer Reinheit von 99,995%, die in US-Dollar je Tonnen notiert werden.